Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin die Saskia und wir starten jetzt zusammen durch. Wir machen ein Easy Aerobic Workout und danach ein bisschen was für den Rücken. Genau, wir legen gleich los. Hab eine Trinkflasche bereit und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir laufen erstmal auf der Stelle. Nimm die Arme mit und die Beine schön nach oben. Noch 4, 3, 2 und Step Touch zur Seite. Vier, drei, zwei und Double Step Touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch eine Runde. Tief. Noch 4, 3, 2 und Double. 1, 2, 3 zusammen. 1, 2, 3. Und wir überkreuzen. Also ein Fuß hinter dem anderen überkreuzen. Die Arme vorne auch überkreuzen. Grapevine. Sehr schön. Und zurück in Basic. Einfach auf der Stelle Arme mitnehmen. Ausladende Bewegungen. Bring mal die Knie noch ein bisschen höher. Bauch ist fest, Rücken stabil. Und nochmal Step Touch. Nimm mal die Arme mit. Vier, drei, zwei. Und Double. 1, 2, 3. Klatsch. Und klatsch. Und klatsch. 3, 2. Und Grapevine. Überkreuzen. Sehr schön. Nächster Schritt. V-Step. Bleib mal hier dabei und schau mir einfach zu. V-Step ist der hier. Nach vorne in ein V. Arme gern mitnehmen. Und du kommst mit. Let's go. Vor, vor, zurück. Vier. Drei. Zwei, einer und March auf der Stelle. Wir hängen jetzt mal alle Schritte zusammen, die wir bisher hatten. Und zwar Step Touch, Double Step Touch, Grapevine über Kreuz und V-Step nach vorne. Mach dich bereit. Nochmal tief durchatmen. Vier, drei, zwei und Step. 1, 2, 3, 4. Noch einmal 1, 2, 3. Und Double Step. 1, 2, 3. Klatschen. 1, 2, 3. 1. Noch einmal. Und dann kommt Grapevine. Grapevine. Öffnen. Und schließen. Überkreuzen. Überkreuzen. Noch einmal. Und noch einmal. Und dann kommt V-Step. Let's go. Vor, zurück. Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Wir bleiben dabei. Im V-Step.
Zieh die Arme schön raus, mach dich lang. Und wir starten nochmal. Step. Double. Double nochmal. Einmal noch. Und Grapevine. 1, 2, 3. Klatschen. Noch einmal. V-Step. Nach vorne. Komm mit. Rechts, links, rechts, links. Vier, drei, zwei und Push-Touch. Wir pushen nur nach vorne. Fußspitzen aufstellen, Arme mitschwingen. Alles ein bisschen auslockern. Und wir fangen an mit dem Knee-Lift. Guck mal zu. Du bleibst in der Position und schaust einfach mal zu. 4, 3, 2 und Knee-Lift. Zack und Wechsel. Zack und Wechsel. 4, 3, 2 und du kommst mit. Knee-Lift. 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 Hoch damit. Repeater. Wir bleiben auf der Stelle. Ziehen das Knie hoch, lang nach vorne raus. 4, 3, 2 und Wechsel. Rechts hochziehen. Körperspannung. Vier, drei, zwei und laufen. Normaler Schritt. Kurz durchatmen. Wir hängen zusammen. Push-Touch, V-Step und Knee-Lift. Okay, mach dich bereit. Noch 4, 3, 2 und Push-Touch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. V-Step. Und Knee-Lift. Und wir laufen wieder auf der Stelle. Jetzt hängen wir zusammen. Push-Touch, V-Step, Knee-Lift und Repeater links und rechts, also das Wiederholende. 4, 3, 2 und Push-Touch. 1, 2, 3 und V-Step. 1, 2. Und Knee-Lift. Repeater. Wechseln. Repeater. Nochmal. Und nochmal. Und Basic. Sehr schön. Wir bleiben auf der Stelle und kreisen einmal die Schulter nach hinten. Andere Richtung. Mach dich lang und häng dich durch. Mach dich lang und durchhängen. Nochmal hoch, einatmen, ausatmen. Ein letztes Mal und ausatmen. Zieh die Füße zu dem Gesäß nach hinten.
und lehn dich nach hinten. Streck den Bauch raus. Mach dich lang. Komm nach oben und in die andere Richtung nach unten. Pendel. Langer Rücken gerade. Eins, zwei, drei, vier. Arme nach außen. Rechte Hand zum linken Fuß. Linke Hand zum rechten Fuß. Und los. Hopp, hopp, hopp. Wir lockern uns aus. Noch einmal unseren Durchgang, würde ich sagen. Alle Schritte, die wir bisher hatten, hör gut zu. Und dann geht's los auf die Matte für unser Rückenworkout. Vier, drei, zwei und V-Step. Und Step Touch. Und Double. Klatsch. Klatsch. Und Grapevine. Überkreuzen. Und Lift. Knie hochheben. Richtig schön hoch. Vier, drei, zwei. Und Knie Lift. Hopp, andere Seite. Hopp. Wechsel. Knie nach oben. Vier, drei, zwei. Und Repeater. Wechsel. Repeater. Super! Dann darfst du jetzt auf die Matte. Wir legen uns auf den Bauch. Machen uns ganz lang. Wir machen jede Übung 12-mal. 12 Wiederholungen. Und wiederholen die Übungen auch alle 2-mal. Teil deine Kräfte ein und wir starten mit der I-Übung. Das heißt, du ziehst alles lang wie ein I und hebst jetzt nur den Oberkörper von der Matte. Der Unterkörper bleibt fest am Boden verankert. Einmal einatmen und wir legen los. Eins, zwei, drei, vier. Popo ist angespannt, Unterkörper fest. Zehn, elf, zwölf. Nächste Übung, I, Y, V und W. Du machst mit den Armen die Bewegung von den Buchstaben I, Y, V und W. Nach oben abheben, wir legen zusammen los. Let's go. Nummer 3. Nummer 4. Und 5. Sechs. Bleib dran. Zehn. Elf. Und Nummer 12. Letztes Mal. Kurz locker lassen.
komm in die Kindposition. Tief ein- und ausatmen. Und wieder auf den Bauch zurück. Nächste Übung, Hände an die Schläfen. Unterkörper ist wieder fixiert. Und wir wechseln von rechts nach links. Schauen den Ellenbogen hinterher. Der Oberkörper ist von der Matte gelöst. Wir starten zusammen. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Noch zehn. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Sieben. Und acht. Und acht. Neun. Und neun. Zehn. Zehn. Noch zwei. Fertig. Let's go. Einmal nach hinten. Alles lang machen. Und wir kommen wieder nach vorne. Die Hände sind an den Schultern und Ellenbogen. Unterkörper ist fixiert. Wir gehen nach vorne und zurück und ziehen die Schulterblätter hinten zusammen und nach unten. Schultern weg von den Ohren. Und los geht's zusammen. Eins, nach hinten, zusammen. Arme schön oben lassen, gestreckt. Bauch ist fest. Und locker lassen. Unteren Rücken ausschütteln. Wir machen den Flieger und den halten wir aktiv eine Minute. Ich schaue auf die Uhr und zwar geht der so. Die Hände nach unten gestreckt, Schulterblätter hinten zusammen und nach unten. Und dann heben wir zusammen die Beine und den Oberkörper. Los geht's. Eine Minute. Einfach halten und atmen. Popo anspannen, Rücken anspannen, Arme anspannen, alles hoch. Hälfte haben wir schon. Sehr gut, bleibt dran. Komm noch ein Stückchen höher. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und löse. Einmal auslockern und wir heben rechten Arm und linkes Bein. Dann die andere Seite. Zusammen. Los geht's. 12 Mal. 2. 2. Popo fest, Bauch fest. 4. 4. 5. 5. Und noch 11, 11, 12, 12. Kurz aus der Position raus und lang machen. Und wir kommen wieder zurück und machen jetzt das Ganze im flotten Tempo und strampeln. Komm mit, los geht's. Arme und Beine sind lang nach vorne und hinten rausgestreckt, wie als würde dich jemand in die Länge ziehen.
Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Schüttel deine Hüfte aus von rechts nach links. Und wir halten den Spider-Man. Ich zeige dir, wie die Übung geht. Rechte Hand raus, linke Hand, rechtes Bein, linkes Bein. Und wir lösen von der Matte nach oben. Schulternblätter nach hinten ziehen. Blick schräg nach unten gerichtet. Komm mit, nach oben. Wir fliegen über Augsburg. Über Schalke und gucken mal, wie es so aussieht von oben. Und wir halten. Atmen. Komm noch ein Stückchen höher. Richte dich auf. Zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Super. Sehr schön. Weil es so viel Spaß gemacht hat, machen wir das Ganze nochmal eine Runde. Trink jetzt mal einen Schluck. Wir machen eine kurze Pause. Du darfst einen Schluck trinken. Und dann kommen wir aber auch sofort wieder zurück auf die Matte. Und wir starten wieder mit der I-Übung. Alles ist lang nach vorne rausgestreckt. Füße, Beine verankert am Boden. Und wir kommen gerade nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hände an die Schläfen und wir machen weiter mit I, Y, V, W. Erst gerade, dann zur Seite zweimal und dann die Arme anwinkeln. Mach's in deinem Tempo und komm aus dem Oberkörper raus. Sehr schön. Mach weiter so. Ich sehe dich. Und 6. Hoch und hoch. Hoch, hoch und seitlich. 7. 8. 9. Bleib dran. Sieht gut aus. 11. Und ein letztes Mal. Zieh dich durch. Und lösen. Durchatmen. Hände hinter die Schläfen, Hände hinter den Kopf. Oberkörper von der Matte lösen und nach rechts. Wir schauen dem Ellenbogen hinterher. Und 3. Und 4. Und 5. Noch 7 Mal. Noch 2-mal. Und ablegen. Sehr gut. Locker dich aus. Kopf lockern. Tief durchatmen. Und wir halten unseren Flieger. Hoch. Beine hoch. Halten.
Wir sind schon in der zweiten Runde von zwei. Easy, schaffen wir jetzt auch noch zusammen. Und dann hast du dir deinen Feierabend sowas von verdient. Bleib oben. 10, 9. Komm noch mal ein Stückchen höher. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Wer kann sich an die nächste Übung erinnern? Genau. Swimmer langsam. Rechter Arm, linkes Bein und nach oben. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bauch ist fest. Popo ist fest. Zieh dich lang raus. Noch 3, 3, 2, 2 und ein letzter. Ablegen. Kurze Pause. Und dann haben wir schon die vorletzte Übung, nämlich nochmal strampeln. Mach dich bereit. Wir kraulen eine Runde. Let's go. Wir strampeln weiter. Bleib oben, Arme lang, Beine lang. Wir sind alle im gleichen Boot. Das halten wir jetzt noch durch. Die letzten 20 Sekunden. Noch 10. 10. Mach dich lang, Popo auf die Füße, streck die Arme raus und wir kommen ein letztes Mal vor für den Superman als abschließende Übung. Arme rausstrecken, Schulterblätter hinten zusammen, Beine hoch und eine Minute, los geht's. Noch 50. 50. Immer wieder die Schulterblätter hinten zusammen und nach unten. Nacken ist locker und lang. Die letzten 20. Wir schaffen das. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal höher kommen und ablegen. Ausstrecken, lang machen und atmen. Gut gemacht. Komm nochmal nach oben und lauf auf der Stelle. Wir lockern uns nur noch aus. Atme tief ein und aus. Super. Du darfst einfach mal tanzen und Beine zur Seite raus. Wir haben unser Workout absolviert. Bring mal die Arme zur Seite. Jetzt viel Wasser trinken danach. Und wir bleiben stehen. Atmen einmal tief durch die Nase ein. Und lassen alles hängen durch den Mund aus. Durch die Nase einatmen, hochkommen. Und durch den Mund ausatmen. Einmal noch. Rücken ist gerade und wir gehen zur Seite und bleiben hier. Kopf kommt mit, wir bleiben in einer Linie und lassen hier die komplette Seite einmal aufdehnen. Die Schwerkraft zieht uns nach unten.
Ich hoffe, euer Kreislauf ist ein bisschen nach oben gefahren, egal wo ihr seid, zu Hause bist, im Wohnzimmer, in der Küche, draußen. Wir wechseln die Seite. Vier, drei, zwei, eins und wir drehen einmal nach rechts auf und nach links. Alles ausschütteln, ich schaue auf die Uhr und wir haben es geschafft. Ihr dürft gerne noch ein Stretching-Programm von mir anschließen. Ich habe ja noch ein Stretching-Programm gemacht und dann könnt ihr euch noch mal schön durchdehnen oder ihr macht das Leg Roll Video, das ist auch super für nach Workout. Und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst und bist und freue mich sehr aufs nächste Mal. Bis dahin, stay active. Muah. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Mini-Stretch nach dem Workout. Dauert nur 10 bis 15 Minuten und wir starten im Liegen auf der Matte. Nehmen das linke Bein nach oben gestreckt und ziehen die Fußspitzen zu unserem Körper ran. Wenn die Arme hier weiter unten sind, ist genauso okay. Wenn es ein bisschen angebeugt ist, ist auch super. Hauptsache, du kommst hier auf eine Dehnung an der Beinrückseite. Dann winkelst du das Bein an, bringst das Knie zur rechten Seite und öffnest zur linken Seite Schulter. Bleib möglichst am Boden. Und schaust der Hand hinterher. Der Nacken und die Schultern bleiben ganz locker. Für eine Drehung in der Wirbelsäule. Jetzt gern nochmal das Bein ausstrecken, wenn es für dich möglich ist. Ansonsten lässt du es angewinkelt. Und lass alles los. Wir kommen zur Mitte und legen das linke, den linken Fuß aufs rechte Knie, gehen durch die Öffnung mit den Armen und ziehen das rechte Knie zum Oberkörper ran und das linke Knie drücken wir ein wenig weg von uns. Hier währenddessen einmal die Fußgelenke kreisen. Erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Dann lösen wir die Position und bringen das andere Bein gestreckt nach oben. Fußspitzen zu dir ranziehen. Super. Tief ein und ausatmen. Entspann dich in die Dehnung rein.
und immer beim Ausatmen noch ein kleines Stückchen mehr in die Dehnung kommen. Versuche. Kein Müssen, nur Können. Und wir bringen das Knie angewinkelt zur Seite und öffnen zur anderen Seite. So schön, dass du dir Zeit schenkst, um was für deinen Körper zu machen und auch für deinen Geist. Danach ist man oft wieder klarer im Kopf. Nach ein bisschen Bewegung, vor allem gerade in der aktuellen Zeit. Noch 10 Sekunden hier. Schau der Hand hinterher und streck dann vorsichtig dein Bein aus. Komm dann hier wieder raus, bring den rechten Fuß aufs linke Knie, geh mit den Händen durch die Öffnung und zieh das linke Knie zu deinem Oberkörper ran. Währenddessen kannst du gerne die Fußgelenke kreisen. Noch 10 Sekunden. Und dann lösen wir locker. Und jetzt machen wir eine ganz tolle Hüftöffnung. Sie sieht sehr lustig aus. Sie heißt Happy Baby Pose. Dafür nehmen wir die Beine nach oben und greifen mit den Händen an den Fußinnenflächen vorbei und drücken jetzt hier mit den Ellenbogen gegen die Knie und die Knie drücken gegen die Ellenbogen. Super gut für die Hüfte. Kannst hier auch mal nach rechts und nach links wippen. Wie eben ein kleines glückliches Baby. Nochmal Gegendruck erzeugen und dann lösen wir langsam, lockern die Beine, kommen in einen Schneidersitz, öffnen uns zur rechten Seite. Und zur linken Seite. Dann machen wir die berühmte Schulterdehnung. Die Hand läuft die Wirbelsäule entlang nach unten und du packst deinen Ellenbogen und ziehst ihn leicht zur Seite. Währenddessen richtest du dich auf, Brustkorb nach vorne raus. Und wir wechseln die Seite. T
tief ein- und ausatmen. Einmal Schultern kreisen nach hinten. Und nach vorne. Große Kreise. Und noch zuletzt den Nacken, rechtes Ohr zur rechten Schulter, linke Schulter zieht nach unten weg. Gerne mit der Hand nachhelfen. Seitenwechsel. Nach hinten, Daumen unters Kinn, und Kopf nach vorne hängen lassen. Mach dich ganz klein, zieh dann die Wirbelsäule wieder lang, der Kopf bleibt unten. Und alles nochmal lösen und neutralisieren. Mach die Bewegung, die dir gerade gut tut. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.